Heute gibt es mal wieder ein feines Minecraft-Video. Ist ein bisschen speziell. Ich werde versuchen, euch möglichst zufriedenstellend ein vernünftiges Minecraft-Spielen zu zeigen. Lehnt euch zurück und schaut mal zu. Ich hoffe, der Spielstil gefällt euch. Ich habe eine kleine, aber feine Minecraft-Welt gebaut und bin auch im Survival-Mode und starte einfach mal. Ja, ich lege ganz normal los mit den ganzen Klassikern, wie man sie auch schon kennt. Am Anfang brauchen wir zunächst mal Holz und dann brauchen wir die ersten Tools vor allem Ding mal. Spitzhacke und wir holen uns selbstverständlich auch eine Axt. Und eigentlich hätte ich auch gerne noch ein Schwert und eine Schaufel und so. Ich brauche aber noch ein kleines bisschen mehr von dem Holz. Dauert noch einen Moment, ich muss mal kurz ausrechnen, wie viel brauchen wir. Ich glaube, so 3 Stück sollten etwa noch reichen. Schaufel ist an sich ganz nett. Ja, für den Anfang erstmal ein Holzschwert, würde ich sagen. Gut, und wenn ich jetzt meine Tools habe, brauche ich, glaube ich, ein bisschen Nahrung. Ich bin ein bisschen nach hier hinten gelaufen. Am Berg habe ich tatsächlich Beerenbüsche gesehen und die sollte ich mal auf jeden Fall farmen. Und dann habe ich erstmal Essen für den Anfang. Und damit können wir doch was anfangen, würde ich sagen. Wir geben zwar nicht so viel Hunger, wie ihr wisst, aber besser als nichts. Idealerweise wären noch ein paar Tiere schön und ich muss mir auch vielleicht einen Unterschlupf bauen für die erste Nacht. Vielleicht gibt es drüben im Plains-Biom noch ein bisschen, bisschen mehr Tiere oder so. Yep, ich glaube, das sind die ersten Schafe, die ich gefunden habe. Und da können wir ja mal rübergehen. Ich würde sagen, da holen wir uns jetzt gleich erstmal das erste Fleisch. Und die brauchen immer so lange, bis sie sterben. Oh, ging auch ganz gut. Vielleicht, wenn ich noch ein bisschen... Ich brauche genug Wolle. Dann können wir mir ein Bett machen. Schaf Nummer 2. Und hier vorne ist auch noch ein weiteres Schaf. Oh, jetzt habe ich die Schaufel kaputt gemacht. Dann probieren wir es eben hier mit. Ah, okay, das reicht. Ich glaube, ich kann mein Bett jetzt machen. Ja, das müsste reichen. Ich habe auf jeden Fall genug Wolle und ich habe auf jeden Fall genug... Okay, ich brauche noch mehr. Ja, ich habe gesehen, wenn man so Crit-Hits macht, macht man ja noch mehr Schaden. Gut, jetzt habe ich auch 3 Wolle und das reicht für ein Bett, glaube ich. Aber ein Haus fehlt noch. Ich kann mir in der Nähe am besten ein kleines bisschen Material dafür mal holen und was bauen. Ich glaube, das reicht am Anfang für den Platz. Ich kann auch mal das Essen in die Offhand packen. Dann kann ich immer zeitig was mampfen und muss das nicht ständig suchen. Dann brauche ich erstmal eine kleine Hütte und ich muss mir auch noch ein Bett und alles craften. Dann machen wir das doch mal. Ich gucke mal, ob das jetzt hier groß genug ist oder so. Ja, ich denke mal, für den Anfang reicht das sicherlich ganz gut. Und auch Wände schon mal direkt machen. Am besten auch direkt ein Dach. Und... ja, wenn da ein Block übrig ist oder so, den, weiß nicht, kann man zu schnell geklickt, den lasse ich aber mal stehen. Ich würde hier vorne vielleicht eine schöne Tür noch machen und dann haben wir hoffentlich noch, ja, gerade so viel, dass wir ein Bett hinkriegen. Okay, jetzt brauche ich auch noch ein bisschen mehr Zeug, weil Tür wäre nicht schlecht. Also es müsste auch bald dunkel werden, deswegen, also Tür steht jetzt, wir können ganz gut rein und raus, das ist schon mal ganz gut. Dann bräuchten wir vielleicht noch eine Kiste oder irgendwas, um die Sachen zu lagern. Und dann müssen wir gucken, ob wir nicht mal ein kleines bisschen unsere Werkzeuge upgraden auf Stein, würde ich sagen. Und dann heißt es auch schon Eisen holen, vieles mehr. Und ja, ich weiß, hier oben, ich spare ein bisschen mit Holz, würde ich sagen. Machen wir mal zu und über der Tür kann ich auch nochmal ein bisschen zubauen. Und das, ach, das ist egal, das reicht zu, ist zu. Ich habe aber gesehen, hier vorne ist noch Wasser und wir können dann doch am besten mal hier ein bisschen die Felder behaken und so ein kleines bisschen Weizen anpflanzen. Das wächst auch noch nebenbei. Ich habe leider auch keinen Eimer wegen Wasser und sowas. Müssen wir halt mal ein kleines bisschen gucken. Oh, es wird Zeit für Steinsachen. Und oh, es wird auch dunkel, ich soll mal pennen gehen. Hier vorne neben dem Feld geht es auch schon runter. Hier ist direkt eine Höhle. Das heißt, wir können hier auch direkt schon Eisen holen. Das ist ultra praktisch. Bisschen beschleunigen jetzt, dann dauert es nicht so lang. Oh, das, ja, ich sollte jetzt erst Stein holen, würde ich sagen. Ja, mit Stein geht es halt logischerweise ein bisschen besser. Dann schmelzen wir auch nochmal das erste Eisen durch. Also das erste Eisen ist durch, das zweite Eisen kommt jetzt. Dauert einen kleinen Moment noch. Und ich, brauche mehr Brennstoff. Okay, es hat ein bisschen besser funktioniert. Ich habe jetzt endlich 3 Eisen zusammengekriegt und dann würde ich doch direkt mal upgraden bei den Tools, weil ansonsten ein bisschen schwierig. Wir machen uns eine neue Hake, dann kann ich ein bisschen mehr die Felder behaken, aber... So Leute, ich bin jetzt auch gleich schon auf Dia-Ebene. Fehlt nicht mehr allzu zu viel. So Leute, ich habe mir nochmal eine neue Steinspitzhacke geholt. Die alte ist kaputt gegangen. Und ich habe auch in der Zwischenzeit nochmal weiter gegraben gehabt.
Und ich würde sagen, wir müssen uns mal ein kleines bisschen hier durchwühlen. Ich warte eigentlich noch auf eine Höhle oder irgendeinen Lavasee oder ähnliches. Aber das scheint ein bisschen zu dauern. Die Spitzhacke ist ganz hier vorne direkt kaputt gegangen. Liegt sogar noch ein Stein übrig. Ich habe bisher noch nichts gefunden. Hier ergibt sich wieder mal gar nichts. Und es dauert auch einfach Ewigkeiten, bis hier mal irgendwas kommt einfach. Endlich habe ich hier einen Lavasee übrigens gefunden. War nicht allzu weit. Ich habe auch nochmal eine neue Spitzhacke machen müssen. Und sieht aber nicht so aus, als wenn hier irgendwas zumindest wäre. Ich glaube, da müssen wir zurück und das wird ein bisschen eng. Ich hole meine Sachen wieder. Und ich habe die Sachen wieder gefunden. Ja, ich glaube, ein, zwei Sekunden länger, dann hätte ich es auch noch überlebt gehabt. Sollte ich vielleicht gelegentlich mal was essen. Und so. Und ich probiere es mit einem neuen Minenschacht oder sowas. Oh, und ja, natürlich, hier sind noch Diamanten übrigens. Die sollte ich vielleicht noch mitnehmen, weil die können wir ja schlecht liegen lassen. Und ich schätze mal so mit 3 Stück erste Pickaxe, dann geht es nochmal in die Nether. Obsidian muss ich noch holen und wir gucken mal. Gut, ja. Naja, also das war jetzt irgendwie nicht so erfolgreich. Ich sollte mal... Oh, oh, Zombie. Ich sollte mal ganz dringend... Da kann schon... Ganz dringend hochgehen und vielleicht noch mit normalen Tieren oder so ein bisschen was einzäunen. Ich brauche Essen und ich verliere ständig die Sachen. Wir haben übrigens Nacht und ich sollte das Ausleuchten eigentlich nicht vergessen. Zumindest rund ums Haus, damit hier einfach keine Mobs kommen und so. Und dafür braucht man auch wieder massig Kohle und Zeug. Ich habe eine dran sitzen. Das hält wieder mal nicht so viel. Ich habe auch keine Kohle, kein Zeug mehr. Ich muss mich komplett neu equippen. Leute, ich habe die Sachen wieder gefunden und sollte auch noch ein bisschen mehr Kohle für Fackeln und ähnliches mitnehmen. Müssen wir gleich mal... Oh, Lava. Das ist schon wieder schlecht und... Leute, die Items. Ich kann mal versuchen, hier vorne einen Block dran zu machen. Und dann, ja, ich glaube, das meiste ist weg. Ich dachte mir, ich optimiere lieber ein bisschen das Haus noch, damit wir gut mal rein können. Ich habe hier ein bisschen automatisiert mit Redstone. Damit wir nicht immer halt hier durchgehen müssen und die Tür aufmachen müssen, um hier durchzukommen. Mit einer Druckplatte, sodass sie halt automatisch aufgeht. Am besten beide gleichzeitig, aber irgendwie, ja, klappt das nicht so ganz. Ich muss trotzdem noch durchlaufen jedes Mal. Aber eigentlich sollte das gehen. Ich habe Redstone drunter gesetzt, ja. Und wenn ich dann da hingehe, dann geht die zu. Und ich komme da so schwer durch. Oh Leute, hier bei der Base übrigens auch noch eine Kuh. Die sollte ich vielleicht auch nochmal ganz schnell holen. Und ich brauche ganz dringend mal wieder was Neues zu essen. Das geht nämlich so echt nicht. Hungerbalken ist komplett down immer. Und ich glaube, ich mache mir ein Lagerfeuer oder so. Damit kann man richtig gut Sachen brennen und man braucht auch nicht Brennstoff. Da kann man bis zu 4 Sachen, glaube ich, drauflegen. Habe ich noch irgendwo Holz? Also ich flinten Steel direkt. Und dann machen wir das doch mal und brennen das Fleisch einmal durch. So, ich glaube, das dauert jetzt noch ein kleines Weilchen. Wegen der Redstone-Schaltung muss ich noch ein bisschen gucken. Die funktioniert. Oh, die Tür. Jetzt ist die Tür offen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich würde sagen, ich muss da nochmal durchgucken, aber das klappt. Leute, falls ihr generell Tipps habt zum Minecraft-Spielen, sagt mir Bescheid. Ich ja, versuche das eine oder andere zu verbessern. Bis zur nächsten Folge. Und schon mal danke fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid. Gerne den Kanal abonnieren, falls ihr mehr davon sehen wollt. Hilft die Mans natürlich ein Like. Findet den YouTube-Algorithmus da lassen. Hilft immer wahnsinnig, wahnsinnig gut. Vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video.